Hier ist Main Tower am Mittwoch. Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und darum geht's jetzt bei uns. Lachanfall geht viral. Warum sich Tagesschausprecherin Susanne Daubner plötzlich nicht mehr zügeln konnte. Das ist jetzt nichts. Wohin, wenn es bald kalt wird? Schwimmverein in Flörsheim ist ganz dringend auf der Suche nach einem Hallenbad. Und gemeinsam und nicht einsam. Wir besuchen eine inklusive Wohngemeinschaft in Frankfurt. Ja, bei der Tagesschau, dem heiligen Gral seriöser Nachrichten, da gibt es eigentlich nicht so viel zu lachen. Also schon allein deshalb, weil die Nachrichten ja traurigerweise meistens alles andere als witzig sind. Dementsprechend ernst und konzentriert sind natürlich auch die Sprecher, Kolleginnen und Kollegen. Und heute Morgen hat das allerdings nicht ganz so gut geklappt. Und es war herrlich. Das ist jetzt nicht. Oh Mann. Na, was war denn da los heute Morgen in der Tagesschau? Sprecherin Susanne Daubner beginnt die Nachrichten und kann sich plötzlich nicht mehr halten. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts. Oh Mann. So, aber jetzt. Na dann, auf ein neues. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Spontane Lachanfälle, genauso unangenehm wie sympathisch. Das kennen auch viele Hessinnen und Hessen. Auf einer Beerdigung, ne? Ich habe mich tot gelacht. Eigentlich bin ich einfach in die Ecke gegangen, ich habe mich tot gelacht. Das war eigentlich voll irgendlos von mir, aber ich konnte nicht ernst bleiben, wirklich. Wenn Kinder hinfliegen und dann dann lache ich auch aus Versehen, aber ich mache das nicht mit Absicht. Und dann tut es mir auch im Endeffekt immer leid. Leid tat es auch Susanne Daubner. Nur wer hat die sympathische Panne eigentlich verursacht? Vielleicht die Kollegen des Morgenmagazins. Susanne, hab ich dich rausgebracht? Das tut mir leid, ich geh auf die Knie. Was ist passiert? War ich schuld? Ja. Wir wollten es nicht. Tut mir leid. Na, dann hätten wir das ja auch geklärt. So circa 800.000 Hunde, die leben bei uns in Hessen. Und wer einen hat, der zahlt natürlich Hundesteuer. Also sollte natürlich Hundesteuer bezahlen. In Bad Vilbel, da will man das gerade überprüfen und greift dafür zu einer sehr ungewöhnlichen Maßnahme. Ich sag nur, Ding Dong, hier kommt die Hundepolizei. Der beste Freund des Menschen, der Hund. Aber diese Freundschaft kostet Geld. Hundesteuer, da langen Städte und Gemeinden zu. In Bad Vilbel zum Beispiel 58 Euro pro Jahr für den ersten Hund, 87 für jeden weiteren. Was denken die Menschen hier über die Hundesteuer? Warum sollen überhaupt Hunde Steuer zahlen müssen und kratzen nicht? Ich finde es okay, wenn so wie hier auch im Park so Einrichtungen sind, wo diese Hundebeutel zu verteilen sind und so weiter. Das finde ich okay. Kostet ja auch dem Staat oder der Stadt Geld. Wenn sie ordentlich verwendet wird, macht es Sinn. Weil diese Hunde verursachen Dreck. Ja, und dann sollte sich. Das muss alles bezahlt werden. Ja, und wer sich einen Hund leistet, das ist ja eigentlich ein Luxustier, also es ist ja kein Nutztier im klassischen Sinne, der sollte auch eine Steuer dafür bezahlen, für die Gemeinschaft. Ich finde es ein bisschen unfair mit den Katzen, das alte Thema. Ne? Eigentlich ungerecht, weil ich glaube, dass fast jeder Hundebesitzer, es gibt viele, die es nicht, aber viele mit dem Kotbeutel rumlaufen. Und dann bin ich genauso für Katzensteuer und Pferdesteuer. Tatsächlich weiß ich nicht, wie sie verwendet wird. Also ich glaube, da wäre vielleicht ein bisschen Aufklärung vonnöten. Die Hundesteuer hat es schon im 15. Jahrhundert gegeben. Da mussten Bauern, die einen Hund gehalten haben, Hundekorn bezahlen. Die Hundesteuer wurde in Deutschland 1807 eingeführt, das erste Mal in Offenbach. Hundehalter mussten damals einen Reichstaler zahlen an die Stadt und die Stadt hat damit ihre Kriegsschulden bezahlt. Fast 30 Millionen Euro werden 2022 in Hessen über die Hundesteuer eingenommen. Städte und Gemeinden dürfen selbst entscheiden, wie hoch die Steuer ist und wofür sie verwendet wird. Sie ist nicht an bestimmte Leistungen gebunden, wie Hundedreck wegmachen. Aber die Steuer zahlt nur, wer seinen Hund auch angemeldet hat. Wer das nicht tut, ist sozusagen ein Hundesteuerhinterzieher. Davon scheint es in Bad Vilbel wohl einige zu geben. In der Vergangenheit musste leider festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter ihrer Verpflichtung zur Hundeanmeldung nachgekommen sind. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit wird daher eine umfassende Hundebestandsaufnahme im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.
Dazu hat die Stadt eine Firma beauftragt, die sich durch das komplette Bad Vilbel klingelt, auf der Suche nach Hundesteuersündern. Die Befragung erfolgt lediglich an der Haus- oder Wohnungstür. Die Interviewer befragen nur die volljährigen Bewohner. Mehr als 14.000 Haushalte werden von der Firma abgeklappert. Das dauert, kostet die Stadt Geld und manche finden die Maßnahme etwas drüber. Auf der einen Seite ist es richtig, ja, dass die Hunde auch angemeldet sind, weil die verursachen ja auch Schmutz hier in den Parks, muss ja irgendwie bezahlt werden. Aber dieses von Tür zu Tür gehen, das hat schon einen negativen Touch. Das hat so ein bisschen was von GEZ. Aber da kennt ihr euch ja mit aus. Ist berechtigt, aber ich glaube, das kommt nicht so besonders gut an, ne? Eigentlich ganz cool, weil ich finde es unfair, dass anscheinend viele noch nicht angemeldet haben. Und ich habe jetzt auf Facebook zum Beispiel gelesen, dass sich einige daraufhin jetzt doch gemeldet haben und die Hunde angemeldet. Also ich finde diese Maßnahme total beknackt. Und ja, man könnte das Geld auch anders investieren, anstatt jetzt an jeder Haustür zu klingeln. Bad Vilbeler Hunde, die nicht angemeldet sind, können noch bis zur Bestandsaufnahme angemeldet werden. Ansonsten drohen Steuernachzahlungen für bis zu 4 Jahre oder sogar Bußgelder. Eigentlich kümmert sich Familie Schmähing in Dillenburg ja um verletzte Wildtiere. Die peppelt sie wieder auf und pflegt sie gesund. Werner Schmähing ist aber auch ein leidenschaftlicher Fotograf. Und es ist ja logisch, dass er da auch immer mal wieder seine Schützlinge fotografiert. Eigentlich nur zum Privatvergnügen. Aber jetzt hat er eine Nachricht bekommen, die ihn ganz schön stolz macht. Verwaiste oder verletzte Wildtiere finden hier immer Hilfe in der Wildtierstation Schelderwald in Dillenburg. Maintauer berichtet regelmäßig darüber. Werner und Angelika Schmähing kümmern sich ehrenamtlich mit Leidenschaft um die Tiere, peppeln sie auf, um sie hinterher wieder auszuwildern. So auch immer wieder Frischlinge, die ohne Mutter im Wald verhungert wären. Werner Schmähings großes Hobby ist die Fotografie und so gelang ihm dieser Schnappschuss, ein Foto von Elsa im Strickpulli, das um die Welt ging. Wissen wir ja, in welchen Zeitungen das überall veröffentlicht war. Also über Bild-Zeitung, über The Times, Daily Telegraph, das in China, in Russland, in Pakistan. Das ist ja überall in allen großen Tageszeitungen veröffentlicht worden. Seitdem hat Schmähing Aufmerksamkeit erreicht und nun ist er Teil eines Fotobandes geworden mit dem Titel Die besten Tierfotos der Welt. Seine Fotos neben denen namhafter Fotografen, für Werner Schmähing eine große Ehre. Da ist man natürlich stolz als Fotograf, dass man mit anderen sehr, sehr guten Fotografen, teils auch sehr bekannten Fotografen, quasi auf einer Ebene ist. Das macht einen stolz. Und ja, man freut sich ganz einfach drüber. Zum guten Foto braucht der Fotograf normalerweise auch Glück. Doch Schmähing hat einen Vorteil. Er kennt die Tiere, also seine Motive, und die kennen ihn. Bedingt dadurch, dass ich ja einen sehr, sehr engen Kontakt zu den Tieren habe und die nicht mehr so diese natürliche Scheu haben, liegt natürlich daran, dass ich sie oder dass wir sie aufziehen, gelingen natürlich diese Fotos oftmals sehr, sehr gut. Denn nichts ist wichtiger, als dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Hinter jedem Foto steckt eine Idee. So hat Schmähing eine Gitarre mit Nüsschen gefüllt, um dieses Eichhörnchenfoto zu schießen. Da wir ja räumlich sehr eng beieinander waren, ich habe dem Eichhörnchen die Flasche gegeben, erkennt es natürlich mich nach wie vor. 2000 Tierfotos gibt es in dem Bildband zu sehen, im Handel für 85 Euro. Werner Schmähing ist mit 9 Fotos dabei und so wird die Wildtierhilfe Schelderwald aus Hessen berühmt in der ganzen Welt. Wenn es ums Wohnen geht, da haben Menschen mit Behinderung oft nur 2 Möglichkeiten, Elternhaus oder Pflegeeinrichtung. Und dass es auch anders geht, das sieht man aber gerade in einer inklusiven WG in Frankfurt-Bornheim. Da leben junge Menschen mit und ohne Behinderung nämlich nicht nur zusammen. Sie machen auch zusammen Ausflüge, sie feiern Partys und sie teilen ihren gesamten Alltag miteinander. Gemeinsam selbstständig sein, ein Wohnkonzept, das es in Hessen bis jetzt erst ganz selten gibt. Auf der Terrasse sitzen, den Putzplan aufteilen, übers Zusammenleben sprechen. WG-Leben halt. Aber diese WG in Frankfurt-Bornheim ist nicht irgendeine Studentenbude. Hier leben junge Menschen mit und ohne Behinderung in einer sogenannten inklusiven WG. Es entstehen enge Bindungen, so wie zwischen Max Ackfeld und Justus Schulz. Reden wir viel, was er auf dem Herzen hat, was er
wirklich halt, keine auch mehr auch alles im Sprechen. Und was wirklich, wirklich ist mit dem Jesus, bin ich ja immer nur für Jesus da. Miteinander sprechen, füreinander da sein. Max Ackfeld ist Schauspieler und arbeitet für einen Bauernhof. Er lebt seit Gründung der Wohngemeinschaft im April 2022 in der Siebener WG. Neben 4 mit Unterstützungsbedarf wohnen noch 3 Studierende hier, sowie Lehramtsstudent Sascha Helfmann. Es hat jeder halt seine Stärken und Schwächen und da hat es auch erstmal ein bisschen gedauert, bis ich die einschätzen konnte. Aber es sind hier genauso Charaktere, die ich kennenlerne. Einfach mal welche, die sich ein bisschen mehr zurückziehen. Manchmal besteht mehr, manchmal besteht weniger Erzählbedarf. Manche sind hilfsbereiter, manche haben vielleicht mehr Lust, eher ihr eigenes Zeug zu machen. Aber das hatte ich in meiner letzten WG auch. Also, ja. Auf WG gesucht ist Sascha auf die Wohngemeinschaft gestoßen und hat sich dann über ein WG-Casting bei der Lebenshilfe Frankfurt und den Bewohnenden vorgestellt. Die Studierenden sind bei der Lebenshilfe angestellt und übernehmen 15 Stunden in der Woche die Assistenz in der WG. Das heißt, sie helfen beim Wäschewaschen oder Einkaufen. Am Wochenende organisieren sie Ausflüge. Entweder in Kletterwald oder es gibt auch so Boulderhallen, wo so ganz viele Kletterwände sind. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Wenn ihr da Lust drauf habt, alle. Ich sage nein, danke, weil ich habe hohe Angst. Das ist nicht so hoch. Das sind ganz so ohne Profis geht es aber nicht. Fachkräfte der Lebenshilfe sind täglich da und helfen dabei, Routinen zu etablieren. Die Idee für diese inklusive WG hatten die Eltern der Bewohnenden mit Unterstützungsbedarf. Dafür fragten sie vor ein paar Jahren bei der Lebenshilfe und der Nassauischen Heimstätte an. Weitere Projekte zum inklusiven Wohnen sollen folgen. Die Wartelisten lang. Um genug inklusive Angebote zu schaffen, müsse es mehr sozialen Wohnungsbau geben, sagt Silke Asmussen vom Sozialverband VDK. Der Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, gerade junger Menschen, der ist ja nur zu verständlich. Und inklusive Wohnprojekte oder Gruppen machen das halt auch möglich, dass ich aus dem Elternhaus ausziehe und in ein eigenes Leben beginne mit Unterstützung, die auf meine Bedürfnisse ausgerichtet sind. Die Anerkennung für Wohnprojekte dieser Art sei da, sagt Sascha Helfmann. Aber es ist, wenn ich das krass sagen darf, eine Aufgabe, die gemacht werden sollte. Aber es dann wirklich zu machen, auch so stark, sehen sich dann viele nicht. Inklusives Wohnen schafft Normalität zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. In der WG möchte Max Ackfeld noch so lange wie möglich bleiben. Darum ist es mein Ziel, dass ich, seitdem ich hier wohne, es bedeutet mir sehr viel. Als Gast beim Abendessen in der WG könnte man sich die Frage stellen, warum diese Art zu wohnen eigentlich immer noch etwas Besonderes ist. In Hessen können rund 40.000 Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen. Das sind eindeutig zu viele. Und die Gründe dafür sind unter anderem Corona oder auch kältere Wassertemperaturen, aber auch wenig ortsnahe Schwimmbäder. Und wenn es dann mal einen Schwimmkurs in der Nähe gibt, dann ist der meistens sehr schnell ausgebucht. Andrea, eine Mutter aus Südhessen, der reicht's. Sie gründet einfach ihre eigene Schwimmschule. Der fehlt allerdings jetzt etwas wirklich Wichtiges. Dass wir jetzt keinen Schwimmkurs mehr machen, deswegen bin ich traurig. Warum findest du das so schade? Weil ich das gerne mag. Für die 5-jährige Mina aus Flörsheim ist es vorerst der letzte Tag beim Schwimmkurs. Tragisch, denn auch wenn Mina das Wasser liebt, so richtig gut schwimmen kann sie noch nicht. Da lernt man dann schwimmen und dann bekommt man ein Seepferdchen, wenn man das richtig gemacht hat. Und hast du das denn schon? Nein, noch keins. Das Problem, die private Schwimmschule muss im Herbst schließen, denn beheizte Pools sind in Hessen Mangelware. Die Hallenbäder hier in der Region sind alle voll, die haben alle keine Kapazitäten mehr und die geben an andere Schwimmschulen auch nichts mehr, also keine Kapazitäten mehr raus. Im Sommer hat Schwimmschulchefin Andrea Pools von Privatleuten im Garten angemietet. Doch die sind im Herbst viel zu kalt. Ja. Ja. Oh, ich
ist das kalt. Genau, deshalb wird seit Wochen nach Alternativen für die Herbst- und Winterzeit gesucht. Bisher vergebens. Also diese Woche findet der letzte Schwimmkurs statt. Und danach haben wir leider aktuell keine Wasserfläche, die wir nutzen können, weil wir derzeit noch keinen privaten Pool gefunden haben, der also überdacht und beheizt ist, so dass man ihn also auch im Winter und im Herbst benutzen kann. Die Kinder einfach in einen anderen Schwimmkurs stecken, ist keine Option, denn die Wartelisten dort sind lang, sehr lang. Gefühlt meldet man sein Kind am besten an, wenn es geboren ist, dass man rechtzeitig irgendwie einen Platz bekommt. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen und ist ja auch irgendwie, man möchte das auch gerne ermöglichen, aber hat irgendwie ja nicht die Chance dazu, weil die Schulen zu überlastet sind oder dann, wenn es einen Platz gibt, dann musst du innerhalb gefühlt von 5 Minuten antworten auf die Mail, sonst ist der Platz halt einfach weg. Auch Schwimmtrainerin Victoria ist besorgt. Sollte sich weiterhin kein Drinnenpool finden, könnte ihre Arbeit im Sommer für die Katz gewesen sein. Wir haben jetzt angefangen, Kinder haben schon etwas erlernt. Sie haben dann diese Begeisterung mitgenommen für die Zukunft, um weiterzumachen. Und dann, wenn sie eine große Pause haben und gar nichts machen werden, dann fängt man wieder von null an. Also, falls Sie zufällig einen kleinen Pool im Keller haben und nichts gegen 3 kleine Wasserratten, melden Sie sich gern. Es würde uns auch schon reichen, wenn es 1 oder 2 Stunden die Woche ist. Wir kommen immer mit 3 Kindern pro Kurs plus eine Schwimmlehrerin. Und ja, das würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da jemanden finden, der einfach sagt, hey, ich habe ein Schwimmbecken im Haus, ich benutze das sowieso nicht 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche und ja, uns einfach das Schwimmbecken zur Verfügung stellen würde. Das wäre super. Ich wünsche mir, dass wir weiter Schwimmkurs machen. Wer Freunde hat, der lebt gesünder und er lebt länger. Bisschen platt, aber im Kern richtig. Studien belegen das. Überhaupt sind Freundschaften wichtig für unser Wohlbefinden. Manche von uns haben ja sogar das Glück, einen besten Freund oder eine beste Freundin zu haben. Aber warum ist jetzt ausgerechnet dieser eine Mensch so wichtig für uns? Cora Elele, der hat herausgefunden, was richtig gute Freundschaft mit uns macht. Bekanntschaften haben wir viele. Freundschaften kann es auch mehrere geben. Aber sie ist die eine, die etwas ganz Besonderes ist. Die beste Freundschaft. Bester Freund, beste Freundin, BFF, Bestie, Best Buddy. Egal wie man sie nennt, sie sind die Besten. Ich würde sagen, die beste Freundin, die kennt einen dann noch mal am besten. Also bei mir zumindest, ich würde sagen, oftmals ist es so eine blinde Kommunikation. Also man weiß in vielen Situationen, was die andere Person denkt. Weil man sich immer an ihn wenden kann und immer Rückhalt hat, auch wenn man vielleicht teilweise falsch liegt. Und man sich immer sicher sein kann, dass der einen unterstützt. Man hat jemanden, der loyal zu einem ist, der einem nichts Missgünstiges wünscht. Also dass man da auch einfach jemanden hat, dem man voll vertrauen kann. Es gibt viele Leute, die wohnen sehr weit von der Family, von Schwester oder Bruder. Dann kommen die besten Freunde da und dann ist die Familie. So, dass man nicht immer alles mit sich alleine ausmachen muss, sondern dass jemand da für einen ist und einen auch unterstützt oder gut zuredet, wenn man irgendwelche Probleme hat oder so. Eigentlich hat man natürlich auch seine Familie, aber auch da gibt es manchmal Themen, mit der kann man einfach nicht so gut mit der Familie drüber reden. Und wenn man da eine Freundin oder einen Freund eben hat, einen besten Freund, zu dem man immer sich wenden kann, dann ist es eine sehr schöne Sache. Einen besten Freund oder eine beste Freundin zu haben, ist schön, aber es kann auch sehr wichtig für unser Wohlbefinden sein, sagt die Kasseler Psychologin Caroline Janda. Tatsächlich gibt es auch Studien, die belegen, dass beste Freunde oder enge, gute Freunde uns Menschen davor schützen, an Depressionen zu erkranken. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir gemeinsam auch schöne Dinge mit besten Freunden erleben. Dabei werden Glückshormone ausgeschüttet wie Serotonin, Dopamin. Und in schwierigen Situationen gibt es einem so ein Gefühl von Sicherheit. Vor allem gemeinsame Erlebnisse machen Besties zu den Besten. Ich war gerade am Wochenende bei meinem besten Freund, der wohnt mittlerweile in Düsseldorf und deswegen sehen wir uns leider nicht mehr ganz so oft und es ist jedes Mal was Besonderes. Eigentlich wollten wir feiern gehen, aber am Ende haben wir Pizza bestellt und den ganzen Abend nur geredet und das war einfach nur cool. Wir haben beide eine schwere Zeit durchgemacht und sie war halt immer so, also wir zu der Zeit kannten wir uns noch nicht, aber danach waren wir immer
ja, füreinander da, konnten uns da voll viel austauschen. Und wir können einfach immer über alles zusammen reden. Und sie macht mir Geschenke. Da fällt mir ein, dass bei mir kürzlich in der Familie es einen schweren Krankheitsfall gab und ich eigentlich überhaupt nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll und umgehen kann. Und da hat es mir sehr geholfen, eben mit meinen Freunden und auch mit meinem besten Freund drüber zu reden. Aber allein sowas wie ein Umzug oder sowas bei einem besten Freund weiß man immer, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst, würde er auf jeden Fall helfen. Bei meinem letzten Umzug hat mein bester Freund auf jeden Fall geholfen. Ich kann jetzt einfach sagen, sag ich mal, wenn man jetzt gerade vielleicht auf einem Date ist oder so, dann kann man sich Ratschläge holen und sich austauschen. Oder auch zum Beispiel heute Morgen fing es ja schon an, wir wussten nicht, welches Outfit wir anziehen sollen und dann tauschen wir schon über das Outfit aus. Aber natürlich auch, sag ich mal, wenn man Streit hat mit Familienmitgliedern oder mit anderen Freundschaften und man selbst vielleicht Schuldgefühle hat, dass man sich austauscht, wie die andere Person das sieht. Beste Freunde haben Gemeinsamkeiten, aber auch mal unterschiedliche Meinungen. Das sollte eine beste Freundschaft aushalten. Qualität geht dabei immer vor Quantität. Die meisten Menschen haben so ein bis zwei sehr vertraute Personen in ihrem Umfeld, dann noch so 5 bis 6 gute Freunde und der Rest sind eher Bekannte, ne? Aber meistens sind es eben wenige vertraute Personen, die man schon länger kennt. Und dadurch teilt man natürlich auch viele Erfahrungen miteinander. Beste Freundschaften kann man im Leben mehrere haben. Hauptsache man hat sie, denn sie sind einfach die Besten. Ja, safe. Das ist voll leid. Ja. Wir gehen auch noch zusammen als Rentnerin ins Café. Ja, steht schon fest. Steht schon fest. Kaffee trinken, Cappuccino, ja. Tratschen. Und das alles auf jeden Fall im Moment bei allerherrlichstem Wetter, würde ich mal sagen. Das hoffentlich morgen auch noch so schön bleibt, Tim. Ja, und ich wollte gerade auch sagen, der beste Freund momentan ist eigentlich für mich dieses Wetter. Ich weiß, es ist eigentlich völlig unnatürlich und um die 4 Grad zu warm für die Jahreszeit. Aber ich finde diese Spätsommerverlängerung, die genießt man doch irgendwie. Morgen sieht es nicht mehr ganz so makellos aus. Wir können uns mal anschauen, was da passiert. Denn heute Nacht geht es erstmal oft klar in die Nacht. Aber dann können von Westen her so ein paar Wolken reinziehen. An einigen Flüssen und Seen wird sich auch wieder Nebel ausbreiten. Die Wolken ziehen dann morgen im Laufe des Tages erstmal nach Osten weiter. Aber später kommen von Westen her schon wieder die nächsten rein. Also dazwischen immer noch recht viel Sonnenschein. Aber eben nicht ganz so ein makellos blauer Himmel. 8 Grad heute Nacht im Fuldatal, 14 im Rheingau und morgen dann 23 bis 25 Grad im Norden, bis 27 Grad sogar im Süden. Also das ist wirklich für Ende September eine komplett außergewöhnliche Wärme, die wir da gerade erleben. Ja, das wird nochmal richtig warm morgen, ne? Was habt ihr in der Sendung heute? Ja, morgens merkt man ja schon, dass es herbstlich ist. Da ist es teilweise neblig, da ist es kalt, die Sonne blendet beim Autofahren. Und wir wollen heute mal alle Gefahren zusammenfassen, die der Autofahrer im Herbst so vor sich hat. Und vor allen Dingen, wie kann er diesen Gefahren begegnen? Wir haben uns einen Gast eingeladen, der uns sagen kann, okay, wie kann ich denn mein Fahrverhalten, gar nicht mal nur im Auto, sondern auch auf dem Fahrrad oder vielleicht auch als Fußgänger, herbstfit machen. Und ansonsten gucken wir natürlich, wie lange man die Wettervorhersage noch heimlich in kurzen Hosen auf dem Hochhaus machen kann. Also, das werden wir auch noch genau uns anschauen. Alles klar, das klingt nach einer aufregenden Sendung. Vielen Dank, Tim. Und das war's von uns. Die Show ist für heute vorbei. Morgen um 18 Uhr gibt's aber natürlich dann wieder Main Tower. Bis dahin erstmal einen schönen, molligen Abend für Sie. Tschüss.